wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sehen zwar immer noch so aus wie vor dem Video davor. Wir sehen immer noch so aus wie im Video davor, aber ich übergebe jetzt an den Werkstattmeister. Was? Wieso ich? Weil es deine Säge ist und nicht meine. Was soll ich jetzt erzählen? Ja, du kannst doch mal. Ich mach das, was der dir erzählt hat. Richtig, weil wir müssen dazu sagen, als wir den... Dann dauert es 5 Stunden. Als wir hier Montage hatten, habe ich gesagt, Carsten, das wird eh deine Säge, weil der am meisten daran rumpuppert. Oh, wir haben uns eine neue Martin gekauft, eine T65. Die ist sogar noch so neu, dass der Lieferschein liegt. Der Lieferschein liegt noch oben drauf. Ich habe vorhin, muss ich gestehen, das erste Mal damit gearbeitet. Und mir ist fast das Gesicht eingeschlafen. Leise, funktioniert tadellos. Eine Schnitthöhe, wir haben gerade Blatt drin von 15 cm, die kann aber bis 20. Läuft alles digital. Aber bei 20 musst du dann halt die ganzen Vorwürze. Bei 20 musst du Vorwürze ausbauen, Spaltkeil verändert und. Also eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Maschine. Vielen Dank an die Firma Holzbearbeitung in Dresden. HD Dresden heißen die. Die hat die Maschine, haben die dort kaufen können für einen guten Kurs. Sehr, sehr liebes und nettes Team, muss man sagen. Aufbau hat hervorragend funktioniert. Liegt aber auch daran, dass wir eine Werkstatt haben, wo man wirklich bis zum Platz mit dem Auto fahren kann. Kannst du, muss ich auch clever sagen, kannst du mit Feller überhaupt nicht vergleichen? Nein, nur. Das ist Dreck. Im Gegensatz zu die. Na, doch. Halt, recht. Wir machen keine Mitbewerber schlecht, das machen wir nicht. Aber wenn man gesehen hat, wie das funktioniert jetzt. Meine. Das ist wie Husqvarna und Stier, wisst ihr? Oh, das ist Ja. Wir haben jetzt hier eine 80er Bohle. Ja, für unseren Tisch, die wir dafür sägen wollen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, können wir die Höhe definieren, wie hoch wir das haben wollen. Umso größer das nach oben fährt, umso kleiner das Brett ist, umso mehr muss natürlich dieses Kreissägeblatt an Arbeit und an Kraft aufwenden. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, und das trifft auf einen ungünstigen Winkel auf. Der Winkel, wo das auftritt, ja, also dieses aufs Bauteil, ist nicht so gut, als wenn man es nur 5 mm drüber schauen lässt. Wir haben jetzt ein 80er Brett, 85. Und dann machen wir die. Und dann fährt ganz los. Und dann fährt die Maschine automatisch. Ist die? Ja. 5 mm höher, wie wir es haben wollen. Seitenanschlag können wir ja mal zeigen. Ja. Wo jetzt sind wir? Ich fahre noch drinnen. Wir haben jetzt auf 50 eingestellt, zum Beispiel auf 30. 300 Millimeter. Jetzt drücke ich hier den Knopf. Und der Kollege fährt automatisch dahin, wo er hinfahren muss. Macht für uns natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Bohlen auftrennen oder Schalungsbretter auftrennen, so wie wir es vorne für den Showroom gemacht haben, macht das für uns natürlich sehr, sehr einfach, finde ich. Weil du brauchst nur noch angeben, du kannst Material ökonomischer arbeiten. Weißt du, früher habe ich mit der dort, einen Zollstock dran gehalten bei laufender Säge, machen wir uns nicht vor. Und das ist nicht unbedingt das Beste, was man da machen kann. Und das passt auch jetzt. Genau, wir haben jetzt hier, das finde ich ja super cool, komm mal her. Wir haben hier quasi eine Skala drauf und die passt. Die passt. Und jetzt zum Beispiel wollen wir unser Brett ca. 95 machen. Schiebe ich das mir hier hin und was halt geil ist, okay, machst du es jetzt fest und dann denkst, okay, und hier mit dem Rädchen kannst du nochmal genau nachjustieren, dass es halt wirklich auf einen Millimeter genau passt. Und das ist echt schön. Wir haben eine ganz, ganz normale Holzkraftabsauganlage dazu gekauft, weil das einfach die billigste Variante war. Müssen wir gestehen, die Maschine war teuer genug, aber ja, der Preis war super. Brauchen wir uns nicht vormachen, der Preis war wirklich super. Aber es ist immer noch, wir reden hier von einem Kleinwagen. Ein schöner, guter Gebrauchtwagen steht hier. Genau, so kann man das sagen. Die Maschine ist neu, die hat, ich glaube, die hat einen Vorführraum. Was liegen die dort? Können wir genau sagen, wir können das ja. Was lief die Maschine jetzt? Wo waren das? 40 Minuten. 40 Minuten lief die Maschine und davon 20 hier. Wir haben einen Vorritzer dran. Ob wir den brauchen, meistens brauchen wir nicht. Aber wenn wir einen dran haben, haben wir einen dran. Wir haben die Maschine aus dem Vorführer genommen, weil das zu bestellen hätte wahrscheinlich ein Jahr gedauert bei den aktuellen Lieferschwierigkeiten. Was ich noch? Das ist ja die Vorführmaschine, die da drin stand. Ja. Wenn wir eine bestellt hätten, hätte es wahrscheinlich ein Jahr gedauert, bis sie gekommen wäre.
Ja, unsere wäre eigentlich nicht ohne Vorritzer gewesen, aber... Unsere wäre ohne Vorritzer gewesen, aber alles gut. Jetzt ist er aber drin. Hört mal hier. Die gleitet quasi dahin. Und da drüben, da denkst du, ein Zug rollt los. Ja, aber wenn du die ein halbes Jahr nicht fettest, hört die sich genauso an. Nee, die musst du nicht fetten. Die musst du nicht fetten, da sind andere Lager drin. Die musst du nicht fetten, Fetti. Was denn dann? Oder einsprühen oder mit irgendwas? Die musste ein bisschen härter gemacht mit. Ja, du weißt, wie man die wartet, war. Ja, machen wir jeden Monat einmal. Ja. Und dann könnte man die eigentlich umsetzen. Du musst aber das bestellen, was ich dir geschickt habe. Was halt schön ist bei der Säge, ja. Die haben das natürlich gleich optimal gelöst. Hier ist so gleich so ein wunderschönes Fach dabei, wo man so ein paar Schraubenschlüssel, ein bisschen Kleinteile, meine Brauchsanweisung, weißt du, Spaltkeile. Weißt du? Was Schnapsbeulen. 0,33. Und 0,33er. Uri. Ja? Nee, was auch kleiner mit dran kann. Also wirklich, die kleine Absauganlage funktioniert besser als die große bei uns an. Und hier hast du das Werkzeug zum Wechseln. Ja. Mehr ist es zum Schluss nicht, genau. Ja. Mal sehen, wie lange das dort ist. Ich werde gar nicht wechseln. Deswegen habe ich auch die Säge wieder aufgebaut, damit ich meine Längsschnitte für das ganze Rumpelholz, was man nicht so jeden Tag, so, wo es nicht so drauf ankommt, dass ich die dort drauf machen kann. Wenn wir gutes Holz haben, dann nehmen wir die. Zirbel zum Beispiel. Dann bauen wir um. Das dauert nicht lange. Nee, aber es ist halt... Du musst halt bloß das Blatt da immer noch drin. Wir wollten die Maschine. Du kannst quer Längsblätter einstellen. Also wir haben gemerkt, dass gewisse Arbeiten einfacher gehen mit einem neueren, sensibleren Gerät als dann. Jetzt kannst du übrigens in 45 Grad Stunde einstellen. Ja, also hier, man kann zum Beispiel sagen, hier, pass auf. Ohne, dass man zwei Mann braucht, der den Motor hochhält. Wir haben jetzt 45 Grad. Oh, halt. Es geht. 45 Grad. Alles touched, schon wieder geil. Und dann drücken wir den Knopf. Dann passt das auf die Höhe automatisch an. Wir haben gesagt, wir haben 85 Grad. Es versucht, die Höhe zu halten. Es versucht, die Säge, die Höhe zu halten und stellt sich natürlich automatisch an. Habe ich auch vorhin schon genutzt, diese Funktion. Mhm. So, jetzt hat er bei 45 Grad immer noch 85er Schnitttiefe. Ja, also passt. Und das ist schon echt verdammt cool. Du musst nicht mehr ranfahren, man kann auch die Seiten, also die Maschine ist hochintelligent. Ich weiß. Ja, ich bin ja auch. Naja, deswegen haben wir die gekauft, weißt du, weil dich kann man nur daran lassen. Obwohl das eigentlich leicht ist, wenn du es immer einstellst, geht es auch für Dobe. Vorher immer, wie gesagt, fängst du an dem Rädchen zu drehen und machen und zu tun. Und jetzt geht es auf ein Zehntel Grad hin, aber das ist schon geil. Ich könnte ja komm mal schnell noch eingeben, oder? Kannst, ja. Das sagt dir schon, ob du Blödsinn machst oder nicht. Das sagt die Maschine, ob es weitergeht oder ob es nicht weitergeht. Also das ist schon echt stark. Gerade mit der digitalen Anzeige, dann Klemmbrett dran, falls man mal doch hier... Keine Ahnung, eine Liste arbeiten muss. Es ist wirklich schön gemacht. Ja, und hast du hier, wenn du hier auf den Zauberstab guckst, hast du hier deine... Also man kann alles, man kann looten, man kann auch diverse... Ist vorher vorstellen, ja. Also das ist schon echt stark. Und wenn du hier drauf gehst, das alles eingibst, dann sagt die dir dann auch, wie du deinen Parallelanschlag einstellen musst. Was ist das für doofe? Ja, das wüsste ich schon ja nicht mehr. Also die Information habe ich schon nicht gekriegt. Dann sagt die dich dann... Zum Beispiel, nee, Quatsch, hier war das, Entschuldigung. Wenn hier angehst, hier musst du gucken. Und dann sagte die dann hier, wie weit, hier, jetzt musst du auf 60, damit du dann 45 Grad Schnitt auch dann deine 60 hast da oben. Und ist wirklich dann auch die Spitze. Wir haben es ja ausprobiert. Funktioniert. Hätte ich nie gedacht, aber jetzt. Ja. Das ist natürlich einfach eine Arbeitserleichterung, die wir hier haben wollten. Ich würde sagen, es ist ja nur Kostensäge. Ich hole jetzt Mittag, mein Portemonnaie liegt drin, war. Carsten zeigt euch, wie das Ding in Action funktioniert. Martin hält drauf, ich hole Mittag und Carsten macht das Video heute. Geht raus mit dem Video. Ich verabschiede mich schon mal, ich hole jetzt Mittag. Bis später. So, Martin, der alte ist fort. LKW rein, das Ding kommt mit heim. Ich hoffe, wir haben gleich viel gefahren. Ja, das ist erledigt. 95 wird es haben. Ach ja. 95. Oh, wir müssen mal das Saugung anmachen. Ey. Schön, sag ich.
was? So. Kannst du dich weckern, ist leise, vibriert nicht, nischt. Top. So, na dann. Was ist das, würde ich sagen. Also bist du zufrieden mit der Säge, ja? Besser wäre es, wenn die Hebel stehen würde, ja? Ja, dann kann man nicht alles haben. Das stimmt auch nichts. Nee. Gut, na dann. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da oder auch nicht. Dann. Scheiß Ding ins Nest. Bei dir immer, Carsten. Immer ja, ich weiß.